so hyped auf dieses Video. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft, zumindest hier auf YouTube. Wir sind jetzt offiziell in der Herbstsaison angelangt. Sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine. Ab heute, dem 1. September, wird es hier auf YouTube bis, also jetzt September und dann Oktober, also bis Anfang November wird es hier jetzt nur noch Herbst- bzw. Halloween-Content geben. Und ich habe mich da so lange drauf gefreut, jetzt auf diese nächsten 4 Monate, also jetzt die 2 Herbst-Halloween-Monate und dann Winter-Weihnachten-Monate. Und oh Leute, ich bin so hyped. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe auch schon alles dekoriert, ein paar Blätter hingehangen in den Hintergrund hier. Auch nochmal solche kleinen Kürbisse. Das erkennt man jetzt nicht so gut, aber naja. Dann habe ich hier auch so einen kleinen Effekt mit eingebaut. Vielleicht seht ihr das ja, wenn ihr mal auf mein Gesicht achtet. Ein bisschen. Sieht man das auf den Handschuhen? Ich weiß nicht. Naja. Und zwar, ich habe hier nämlich eine Knisterkerze. Die hatte ich hier auch eben, aber das Knistern hat sich ein bisschen blöd angehört, als, ja, weiß ich nicht, als ob da jemand pupst. Deswegen habe ich die ausgemacht und habe jetzt nur noch eine hier, die keine Geräusche macht, aber, ja, sie macht so einen Flacker-Effekt, sag ich mal. Das finde ich auch ganz schön. Das ist auch so herbstlich, irgendwie wie so ein Kaminfeuer oder halt wie so eine Kerze. Richtig gemütlich, richtig cozy. Ich hoffe mal, dass ich euch dieses cozy Feeling zu euch rüber, wie sagt man, rübergeben kann, dass ihr euch jetzt auch schön gemütlich einkuscheln könnt und dieses Video genießen könnt. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, ihr Lieben, wir starten mal mit diesem Diamond Painting. Ich finde das so schön. Ich hatte das vor, ich glaube, knapp einem Monat selber gemacht. Also ich hatte mir das natürlich bestellt, die Vorlage. Und ja. Dann habe ich an dem Tag ganz viel Diamond Painting gemacht, mehrere Motive mit den Herbst, sag ich mal, Motiven oder hier halt The Nightmare Before Christmas Motiv. Und da dachte ich mir, starten wir doch einfach mal damit und mit dem Gesichtsroller. Hier funkelt das auch schön mit der Kerze. Ja. Naja, ihr Lieben. Wie gesagt, die nächsten 2 Monate werde ich euch mit Herbst-Content bombardieren, ob ihr da Lust drauf habt oder nicht. An alle, die keinen Herbst mögen. Ja, ich glaube, die nächsten 2 Monate, das wird, glaube ich, nicht so, also da wird dieser Kanal, glaube ich, nicht so geeignet sein für euch, aber das macht auch nichts, denn hier sind nur Leute willkommen, die den Herbst mögen. Nein, Spaß, natürlich nicht. Nein, aber die nächsten 2 Monate geht's ja ab und ich freue mich so sehr. Das hat mir auch letztes Jahr schon so sehr Spaß gemacht, diesen Herbst-Content, Halloween-Content zu machen. Jetzt im Frühling, Sommer, habe ich einfach nur drauf gewartet, dass es jetzt wieder diese cozy, ja, diese cozy Zeit wird, dass es wieder so gemütlich ist und früh dunkel wird und, naja, dieses, ne, dass man die Heizung anmacht, wenn man einen Kamin hat, natürlich auch den Kamin. Ich habe zum Beispiel keinen, aber ich habe eine coole Kerze und ich habe einen LED-Kamin, den ihr auch bald in den Videos wieder sehen werdet. Dann wird es auch wieder cozy.
Herz kleben. Also ich werde auch wieder solche Herbst-Winter-Holz drehen. Denn ich werde bestimmt auch nochmal ein bisschen Herbstdeko und so kaufen, euch das zeigen und so. Und naja, generell Trigger-Videos, bestimmt auch wieder Roleplays, Personal Attention. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Also, ja, falls ihr da auch, wie gesagt, Ideen habt, schreibt mir die immer sehr gerne rein. Ansonsten steht auch noch ein riesen Harry Potter XXL Harry Potter Talk auch noch auf meiner Liste. Da wollte ich jetzt nämlich noch warten auf den Herbst und naja, der geht ja jetzt so langsam los. Deswegen wird das auch bald kommen, in den nächsten 1, 2, 3 Wochen. Zum Herbst habe ich hier solche, ja, Herbstblätter, solche Fake-Herbstblätter. Genau. Ich glaube, das hört sich nicht gut an. Natürlich Harry Potter, ganz klar. alle Filme hintereinander. Dann bestimmt Twilight. Das sind auch solche Filme, die man im Herbst und im Winter immer schauen kann. Da ist ja auch so dieser herbstliche Vibe in Forks, also in der Stadt, wo das spielt. Mit dem Nebel und auch so spooky-mäßig. Und dann wollte ich dieses Jahr auch zum allerersten Mal Gilmore Girls anfangen. Ich habe das bis heute noch nie geschaut. Ich sehe immer ganz oft auf TikTok Gilmore Girls Edits oder solche Herbst-Aesthetic-Videos mit, naja, solchen Sounds von Gilmore Girls. Und das ist immer so richtig schön cozy. Und ich glaube, die Serie wird mir sehr gut gefallen. Und da freue ich mich drauf. Ja, auch mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Gilmore Girls geschaut habt. So ein Film, den ich irgendwie jedes Jahr im Herbst schaue. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist er ja nicht so herbstlich, aber immer diese Szene am Anfang, wenn der Wind sich dreht und ich glaube, Burke ist ja sein Name, ne? Burke. Ja, auf jeden Fall die männliche Hauptrolle in Mary Poppins, also in dem originalen Disney-Film, nicht in dem Remake. Wo er dann bemerkt, dass der Wind sich dreht, wo er dann realisiert, dass Mary Poppins bald kommt. Und ich weiß nicht, immer auch auf TikTok, wenn ich Videos mit dem Sound sehe, dann so nach dem Motto, ja, der Wind dreht sich, der Herbst ist im Anmarsch, so irgendwie, keine Ahnung. Das ist, ja, und seitdem, in den letzten 2-3 Jahren, ist das deswegen auch so ein Herbstfilm für mich geworden, den ich dann immer sehr gerne rewatche. Meistens noch eine Tasse Tee. Ich mag keinen Kaffee. Ich bin kein Kaffee.
ja auch offiziell das neue Hogwarts-Schuljahr. Ja, das ist auch so der Grund, warum ich hier auf dem Kanal ab dem 1. September mit dem Herbst Content starte. Ja, einfach auch, weil, weiß ich nicht, so die Harry Potter Season jetzt so anfängt. Und das ist ja auch so herbstlich, winterlich, cozy. Deswegen dachte ich, passt das ganz gut. Ja. Ich habe, by the way, keinen Brief bekommen. Habt ihr einen Brief bekommen? Hogwarts-Brief? Ich leider nicht. Ja, schade Marmelade. Vielleicht nächstes Jahr. Ich kann es auch kaum abwarten. Fallen und wenn es auch endlich kühler wird, weil bei uns ist es leider noch sehr, sehr warm draußen, aber hoffentlich wird das bald weniger, also kühler. Es ist komplett Herbst. Jetzt bin ich so 99% in Herbststimmung. Und noch der 1%, der fehlt. Und das ist halt das Wetter. Ja, es ist auch sehr warm gerade. Hier, ich mit meinem Herbstpulli. Aber ich musste jetzt einfach einen Herbstpulli anziehen, weil ich kann jetzt hier kein Video, Herbstvideo im T-Shirt drehen. So, das. Nee, das geht nicht. Deswegen. Ja, aber den ziehe ich gleich wieder aus. Ja, weil es halt leider immer noch sehr warm ist. Schon zum letzten Trigger. Ich habe hier nämlich ein Buch. Da dachte ich mir, das passt doch perfekt, das heute mit ins Video mit einzubauen. Es hat auch einen richtig, richtig schönen Farbschnitt mit so Blättern. Ich denke mal, viele von euch, die auch den Herbst lieben, kennen dieses Buch. Und zwar heißt das Meet Me in Autumn. Eine Pumpkin Spiced Romance. Und zwar, das ist ja die deutsche Version von Pumpkin Spice Kaffee, glaube ich. Naja, ich habe auf jeden Fall hier die deutsche Version. Ich habe das noch nicht gelesen. Ich wollte es aber anfangen, jetzt diesen Herbst. Ich nehme mir immer oft vor, Bücher zu lesen und dann lese ich sie halt nicht, weil ich bin ein bisschen lesefaul. Aber mal schauen, vielleicht schaffe ich das ja doch, das Buch anzufangen. Ich bin auch gerade dabei, ein Buch zu lesen auf meinem E-Book. Das heißt Buttercream Witch. Das muss ich auch mal weiterlesen. Anfangen wollen. Das habe ich jetzt schon von mehreren gehört.
Ich denke mal, ich werde es dann auch mal anfangen. Oh, die Duftkerze. Die riecht so schön. Also, hier, die Kerze. Sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Buch gelesen habt oder ob ihr es noch vorhabt. Oder, ja, genau. Schreibt es mir mal gerne unten rein. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir.
Ansonsten, ja, das Übliche. Schreibt mir gerne Videoideen in die Kommentare, falls ihr neu seid. Lasst mir sehr gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Daumen nach oben. Und generell, na, wie ich das auch immer so erwähne, lasst mir auch sehr gerne Kommentare da. Ich freue mich immer sehr über Feedback und generell, wenn ich mich mit euch ein bisschen austauschen kann. Und gleichzeitig ist das auch so ein kleiner Push für den Algorithmus. Ja, falls ihr mich auch so ein bisschen unterstützen wollt, diesen Kanal hier, dann ja, Kommentare sind da immer sehr, sehr gut für. Genau, ist aber kein Muss. Genau, ansonsten, ja, danke für alles, ihr Lieben. Dankeschön für eure Zeit. Dankeschön für euren Support. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder.